Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte so meine Probleme, als ich mich vorbereitet habe, weil ja, es ist hochtheologisch, aber da geschieht eigentlich nichts. Also es gibt keine Aktion. Jesus erzählt nur ein paar Sätze, also gibt von sich ein paar Sätze, die mehr oder weniger zusammenhängen, aber also eine wirkliche Absicht gibt es da nicht. Also ich erkenne sie nicht bei Jesus. Sicher hatte er eine, aber ich muss auch nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. So hat mich das nicht so sehr beunruhigt, aber irgendwie muss man sich schon vorbereiten. Und da bin ich auf dieses Wort vom Frieden gestoßen, das Jesus auch heute seinen Jüngern unter anderem gibt. Er sagt zu ihnen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch diesen Frieden. Und wenn man diese Worte hört, also mir ist zuerst ins Auge gesprungen, wie falsch ich oft lege, wenn ich die Bibel lese. Weil das ist auch in mir, ich glaube auch vielen Christen zu eigen, diese Vorstellung, dass Jesus der Friedensstifter ist, also so wird er auch genannt in der Kirche, von den Jüngern, in der Bibel. Aber wenn man genau hinschaut, Jesus hat nie gesagt, dass er jetzt den Frieden in der Welt bewirken wird. Sogar das Gegenteilige hat er seinen Jüngern erzählt, dass da, wo sein Evangelium verkündet wird, da wird Zwietracht herrschen, kein Friede. Und auch heute, wenn Jesus sagt, dass er Frieden schenken wird, redet er nicht von dem Weltfrieden, vom Frieden zwischen den Nationen, sondern von etwas ganz anderem. Er sagt, ich gebe euch einen Frieden, ich gebe dir meinen Frieden. Und ich glaube, trotzdem ist diese ein bisschen vorschnelle Lesart, dass Jesus auch ein Friedensstifter ist zwischen den Nationen, nicht ganz falsch. Weil ich glaube, das ist auch eine Sehnsucht eines jeden geistig gesunden Menschen. Also wenn jemand Krieg will, ist er psychisch krank. Das behaupte ich von hier, ist keine Kirchenlehre, aber ich glaube, das ist irgendwie einleuchtend. Wer Krieg wird, ist nicht ganz dicht. Jeder gesunde Mensch sehnt sich nach einer friedlichen Umgebung. Und ich vermute, viele von euch haben schon für den Frieden gebetet oder haben sich vielleicht irgendwo auch aktiv eingesetzt, dass Frieden einkehrt. Nicht nur der große Weltfrieden oder der Frieden zwischen zwei Nationen, sondern auch in der Familie, in der Arbeitswelt. Und diese Sehnsucht, die in uns ist, die spricht heute Jesus mit seinen Worten an, wenn er vom Frieden spricht. Da hört man interessiert zu. Ja, was wird Jesus wohl dazu sagen? Weil die Sehnsucht ist in uns. Und Jesus nutzt das, was in dir ist, was in mir ist, diese Sehnsucht nach Frieden in meinem Leben, dass da keine Kriege sind, große und kleine, und versucht, etwas Wichtiges mitzuteilen. Nämlich, dass er uns einen Frieden schenken wird, der viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können unter Friede. Und da geht es wieder nicht darum, dass du zufrieden bist, dass du zur Ruhe kommst, dass du in sich einkehren kannst und einen Frieden im Herzen hast. Da geht es um etwas anderes, weil das kann auch die Welt geben. Also auf verschiedene Art und Weise. Es gibt Meditation und die muss nicht unbedingt etwas mit Gott zu tun haben. Es ist eine Atemtechnik und man konzentriert sich und man kann zu sich irgendwie kommen und das ist nichts Schlechtes an und für sich. Das kann auch die Welt geben. Was meint Jesus hier, wenn er sagt, er gibt etwas, was die Welt nicht geben kann? Etwas ganz Einfaches, die Beziehung zum Vater, zu seinem Vater, zu unserem Gott. Das ist das, was Jesus hier mit Friede meint.
Eine Beziehung, die funktioniert, nicht weil ich es kann, sondern weil sie mir geschenkt wird. Und wenn man sich darauf einlässt, dann bewirkt es zuerst auch diesen Frieden im Herzen, diese Ruhe, die man finden kann, wenn zwischen mir und Gott alles im Reinen ist, wenn ich mich darauf einlasse. Aber das bleibt nicht bei mir, weil wenn du so einen Frieden von Gott bekommst, von dem Jesus spricht, eine wirklich lebendige Beziehung zu Gott, dann wirst du auch dich gedrängt fühlen, etwas für den Frieden rundherum zu tun. Das wird Auswirkungen haben auf das, wie du mit deiner Familie umgehst, mit deinen Freunden, mit Menschen vielleicht, die ja, Krieg sehen. Es muss nicht sein, dass es in der Familie oder im Freundeskreis ist, aber auch draußen gibt es Menschen, die nicht unbedingt Gutes wollen. Warum ich davon jetzt so viel rede, weil das ist mehr oder weniger einleuchtend vielleicht, aber so ganz spannend sicher auch nicht. Weil Jesus heute am Anfang seinen Jüngern etwas sagt, was mich echt aus dem Konzept gebracht hat. Er sagt, wer mich liebt, wird an meinem Wort festhalten. Ja, toller Ratschlag, aber ist keiner. Das ist nur eine Diagnose, die Jesus stellt. Wenn du mich liebst, hältst du am Wort des Vaters. Ja, an welchem Wort? Was soll ich tun? Das ist eine gute Frage, die sich die Jünger stellen. Was soll ich tun? Herr, was soll ich tun? Diese Frage stellen sich auch die ersten Gemeinden, von denen wir heute in der Apostelgeschichte gehört haben. Beschneidung ja oder nein? Geht es um Opferfleisch ja oder nein? Und tausend verschiedene Fragen, die sich einem stellen. Und sie versuchen, darauf einzugehen. Wie man das macht, kann man eben an diesem einen Satz vom Frieden ablesen. Suche nach dir, nach Sehnsüchten, die da sind. Es gibt auch Sehnsüchte, die zu nichts führen und einfach falsch sind. Die gibt es auch. Aber die meisten, die in uns stecken, die sind von Gott gegeben, so wie diese Sehnsucht nach Frieden. Suche nach solchen Sehnsüchten in deinem Leben, nach dem, was dir wichtig ist, was du wirklich dir vom Leben wünschst, dass es gelingt. Lade Gott dazu ein, so wie es die Apostel, also die ersten Jünger machen, die wissen nicht, was sie tun sollen, sie fragen die Apostel. Lade Gott dazu ein, in diese Sehnsucht, dass er dir vielleicht zeigt, was du damit anfangen kannst. So wie diese Sehnsucht nach Frieden in uns, in der Welt, etwas sein kann, was wir von Gott geschenkt bekommen, also ein Friede, der uns persönlich geschenkt wird, damit wir uns für den Frieden da draußen einsetzen können. So diese Sehnsucht, welche auch immer, nach Beziehung, nach Geborgenheit, die du vielleicht hast, oder eine andere, dass du Weltreisen unternimmst. Es gibt auch solche und die sind nicht schlecht. Vielleicht beruft dich Gott heute zu etwas Besonderem. Und er versucht dir das schon seit einem Monat, 10 Jahren, 20 Jahren zu sagen durch deine Sehnsüchte, hast nie hingehört. Oder hast doch und es nicht rausgefunden. Suche Gott dort. Nicht in den Gesetzen, die auch in der Bibel stehen und die mehr oder weniger zu beobachten sind. Das hat Jesus erklärt, was wichtig ist und was nicht. Die Gesetze sind nicht so entscheidend, sondern deine Beziehung zu Gott. Wenn du ihn ständig fragst, Herr, was soll ich tun mit dieser oder jener Sehnsucht, dann wird er dir schon zeigen, was du damit anfangen kannst. Ich hatte in mir früher, am Anfang meines Ordenslebens, eine Sehnsucht nach Mission. Ich wusste nicht, wohin damit. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich hier gelandet bin, in Österreich. Ist für mich auch ein Missionsauftrag. Ich muss euch nicht missionieren, ihr seid ja da. Aber es gibt genug Menschen da draußen, die von Gott noch nie gehört haben. Das versuche ich zu realisieren.
hat bei mir so 12 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, wozu er mich beruft in Österreich. Kann länger dauern. Aber Gott ist geduldig. Er hat Zeit. Nur ist die Frage, wie viel Zeit ich noch habe. Deswegen lade ich euch dazu ein. Geht heute euren Sehnsüchten ein bisschen auf den Zahn. Fragt euch selber, was mir wichtig ist, wonach ich mich sehne. Und stellt dann noch die wesentliche, wichtigste Frage. Gott, was willst du mir vielleicht dadurch sagen? Vielleicht will dir Gott nichts sagen, kann sein. Aber meistens möchte er uns zu etwas einladen, zu etwas Schönem, etwas Größerem, als wir uns vorstellen können. Das ist das, was ich heute den Lesungen entnehmen kann. Ist vielleicht nicht so viel, aber ich finde, es ist ein ganz praktischer Weg, den man in der Nachfolge gehen kann. Immer das fragen, das zu hinterfragen, was Gott mir schenkt. Was willst du mir damit sagen? Das sind gute Sachen. Und dann ihn zu fragen, ja, was soll ich damit tun? Und so wird es dann so sein, wie wir es in der Offenbarung gelesen haben heute, dass wir zu Grundsteinen einer heiligen Stadt werden. Das ist jetzt ein bisschen hochgedichtet, was Johannes da schreibt, aber ganz praktisch. Diese Stadt ist wunderschön, sie hat hohe Mauern, die haben auch Tore. Was sind die Grundfesten dieser Stadt, die Grundsteine? Haben wir heute gehört, auf diesen Grundsteinen der Mauern sind die Namen der 12 Apostel geschrieben. Gott baut auf uns Menschen, weil er das kann. Auch wenn du vielleicht dir dies oder jenes nicht zutraust, Gott traut es dir zu. Vertraue ihm in deine Nachfolge, dass er dir Gutes will, dich zum Guten führt und dir auch ein glückliches Leben schenken wird. Dann wirst du einer von diesen 12 Steinen sein, auf dem die heilige Stadt Jerusalem aufgebaut ist. Die ist ein Bild für die vollendete Welt, eine Welt, in dem auch Frieden herrscht und vieles andere, was von Gott geschenkt ist.